den ganzen Tag geheult. Erstmal aufnehmen. Am I right, guys? Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 4 Lucky Lexi Challenge. Und unser Girl ist hier gerade wieder fertig mit ihrem infizierten Moment. Und ich würde sagen, wir können dann einfach mal direkt drehen. Ich habe jetzt noch nicht aktiviert das Ganze mit dem, wie heißt es, mit dem Staubsaugern, weil ich irgendwie noch nicht dachte, dass das jetzt gerade irgendwie sinnvoll wäre in diesem Let's Play. Deswegen, wenn ihr das aber gerne im Spiel haben wollt, in diesem Let's Play, dann kann ich das natürlich auch wieder aktivieren. 103, irgendwie kam es mir das sehr bekannt vor. Hatten wir die 103 nicht schon mal? Treffe dich mit Bone Hilda. Nein, wir hatten die 103 definitiv noch nicht. Das ist auf jeden Fall was, was mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, würde ich behaupten. Denn dafür brauchen wir erstmal so ein Seance-Table. Ich, hieß das so? Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall paranormale Phänomene dafür. Ein Seance-Tisch. Ich weiß immer noch nicht, ob man das so ausspricht, aber ja. Fancy Farben. Wow. Können wir uns das leisten, ja, ne? Ja, 333, easy. Können wir da nicht auch so coole Stühle nehmen von diesem Pack? Gibt es hier coole Stühle? Ich weiß es nicht. Kann man, ja, da. Cool. Wow. Und ich möchte 4 haben, weil sonst sieht das doof aus. Und dann brauchen wir noch diese Wahrsagerkugel, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Yeah, Kristallkugel. Das brauchen wir, glaube ich. Aber ich glaube, sonst geht das nicht, oder? Ich mache einfach. Weil wir müssen jetzt erstmal unsere Fähigkeit dann ja hochbekommen. Weil sonst können wir ja, gar nicht mit Bone Hilda uns treffen. Ja, ich wollte ja in diesem Part eigentlich auch jemanden daten. Also zumindest anfangen, irgendwen zu daten oder so. Aber ja, mal gucken. Oh, sie muss gleich arbeiten. Dann sollte sie vielleicht erst arbeiten gehen. Und dann können wir das später machen, weil, das können wir dann ja auch nur nachts machen. Und tagsüber können wir nach Leuten gucken. Und ich habe mir überlegt, wir machen das einfach so. Wir sprechen einfach ganz viele Leute an. Und die erste Person, wo dann halt als... Hier. Ich sehe diese erste Eindruck. Die erste Person, wo dann Schwarm steht, die nehmen wir einfach, okay? Zumindest erstmal. Wer sagt, dass das dann für immer ist und so, aber... Ich dachte, das wäre jetzt so mein Plan. Yay, Kisch. Okay, dann würde ich einfach direkt losdüsen und Leute kennenlernen. Wir können ja auch Frauen kennenlernen, weil wir die ja auch immer noch halt dann einstellen können, dass sie einen schwängern könnten. Deswegen ist ja ganz nett, ne? So, dann würde ich sagen, geh erstmal rein, weil sonst stirbt die uns hier weg. Das wäre nicht so schön. Na, Lani, ich möchte einmal Hallo sagen. Vielleicht bist du nämlich potenziell meine Traumfrau. So, was halten wir von ihr? Oh, natürlicher Wahnsinn. Gefühl der Abneigung, das ist, vielleicht ist sie doch nicht unsere Traumfrau. Sind hier noch mehr Menschen? Sie kennen wir schon. Was ist mit Nox? Haben wir schon mit ihm gesprochen? Nein. Nox, wie wär's? Jetzt sag mal Hallo. Hi, Boy. Wie wär's? Hast du Bock? Dag, dag. So. Oh, wir haben, schon wieder eine Abneigung gegenüber ihm. Das ist auch nicht so gut. Werden wir heute noch jemanden kennenlernen, den wir als Schwarm finden? Also es wäre schon mal gut, wenn jemand irgendwie halbwegs positiv unterwegs wäre. Meinetwegen breche ich auch Ehen. Hauptsache, wir können hier die Legacy Challenge fortführen, ja? I'm not gonna lie. Dieses Militär-Outfit steht hier auf jeden Fall. Was hält sie denn von ihr? Hallo? Oh, sie hat immer noch nicht Hallo gesagt. Nein! Du sollst Hallo sagen. Wieso? Irgendwie... das ist komisch. Sie hat kein Gefühl bekommen. Wollen wir einfach mal uns ein bisschen mit ihr anfreunden? Also ich weiß nicht, ist sie in der Beziehung? Weiß man das? Ehegatte. Vielleicht sollten wir es dann doch erst mal mit jemand anderem versuchen. Fitnesstrainer Sunny Delgato, ne? Ich schau mal. Wen haben wir denn hier noch so? Das ist ein Teenager, das ist, glaube ich, nicht so gut. Megumi Ito. Cutie. Was halten wir dann nochmal von Jess? Oh, nichts. vielleicht ist Jess hier einfach unser Girl. Wie wär's? Wir können ja einfach mal Fotos mit ihr teilen, so.
Weil ich meine, sie ist halt auch infiziert. Das würde ja ganz gut zu uns passen. Oh, sie hat einen Ehegatten. Oh. Ah, warum sind alle denn schon vergeben? Egal. Wir brechen meinetwegen im schlimmsten Fall einfach Ehen. Sie scheinen sich auf jeden Fall ganz gut zu verstehen. Das ist gut. Ich meine, im schlimmsten Fall ist sie halt dann einfach nur unsere Freundin so. Das wäre ja auch in Ordnung. Freuten uns mit dir an und versuchen dann am Ende einfach mal zu flirten oder so. Und wenn sie drauf anspringt, dann ist sie vielleicht unser Girl. No, wieso geht sie? Ich meine, hier steht auch, dass sie Militärpersonal ist. Es wäre ja nicht bad, oder? Sie ist aktiv, das passt doch ganz gut zu uns, oder? Irgendwie fühlt sie sich nicht gut, das ist komisch. Was ist fies, einen Vampir ins Solarium zu schicken? Wow. So, wenn wir mit dem Ganzen durch sind, können wir ganz vorsichtig mal so ein bisschen flirty sein, oder? Oh, sie hat sich eingepullert. Ups. Noch nicht Tschüss sagen. Sprich mit Jess. Oh. Oh nein, das ist gemein. Nein, nicht gemein sein. Wir sind hier nicht gemein. Oh, jetzt will sie erst duschen gehen, glaube ich. Aber wir können das ja aufwischen, wir sind ja nett. Dann mache ich noch einen Witz. Und dann bin ich bereit, mit ihr zu flirten. Mal gucken, wie sie reagieren wird. Okay. Ich bin bereit. Was wird sie sagen? Oh, sie sagt nein. Findet sie doof. Dann ab nach Hause. Ich glaube, ich würde spirituelle Volatilität spüren. Machen wir das einfach. Wir kümmern uns jetzt um Bonehilda. Ich habe gar nicht eingestellt, dass es ein Mini-Haus-Grundstück ist. Upsi. Das habe ich jetzt mal kurz geändert. Weil wir wollen ja hier unsere Vorteile genießen, ne? Weil je schneller wir jetzt die Fähigkeit leveln, desto schneller können wir Bonehilda hier raufbeschwören. Sky hat ihre paranormale Reise begonnen. Führe weiter Seancen durch, um im Level zu steigen. Sie entdeckt nichts Außergewöhnliches. Dann versuchen wir mit der Hingeschiedenen zu kommunizieren. Auf der anderen Seite ist es ganz okay, aber ich wünschte, ich hätte ein Buch mitgenommen. Die Ewigkeit nur mit den eigenen Gedanken zu verbringen, ist nicht so friedlich, wie man vielleicht denkt. Wir werden weiter hier dran arbeiten. Wir können ja ein paar Mal mit den Leuten hier sprechen. Die Seance wurde unterbrochen. We hate it here. Verblüfft starren. Same? Aber hey, der Durst wurde dafür ausgefüllt. Das nehme ich. Ich will doch hier nur meine Seancen durchführen. Manometer. Level 2. Sky kann jetzt Seancen mit anderen Sims abhalten. Gruppenseancen bieten Vorteile. Teamarbeit heißt die Devise. Okay, dann kann ich ja vielleicht nachher mal jemanden einladen. Gespenstischer Smalltalk. Süß. Dann kann ich ja vielleicht nachher jemanden einladen und wir können zusammen sowas machen, weil vielleicht bringt das ja schon mehr. Das wäre gut. Weil wir wollen Bonehilda. Ich glaube, man kann leider nicht schwanger von Bonehilda werden. Das wäre fancy. Not gonna lie. Yay! Da wurde jemand befördert. We love it. Eine neue Medaille. Cool. Und 20 Dollar mehr die Stunde. Simoleons heißt das. Und neue Kleider. We love it. Ich lieb sie. Okay, aber... Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder Zeit, um jemanden kennenzulernen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Bar. Alleine. Wir möchten nämlich Menschen kennenlernen. Vielleicht ist jetzt ja jemand dabei, mit dem wir ein bisschen was haben oder so. Wie wär's? Ich geh erstmal rein. Wer ist das denn? Hi. Hans Bauer. Hello. Wir stellen uns einfach mal freundlich vor. Ich meine, was ist denn schon verwerflich am Militärpersonal? Ich meine, wir sind ja auch Militärpersonal. Denn kann man ja schon mal was miteinander haben. Aber ich glaube, sie findet ihn kacke. Anmaßend. Was ist mit Lily Feng? Ich weiß, dass sie in einer Beziehung ist. Aber das ist mir egal. Wer ist sie denn? M. Sims. Sie hat coole Haare. Ich sage Hallo zu ihr. Lily Feng ist auch nicht besser. So, dann geh doch zu M. Die sieht doch cute aus, oder? Bess. Sorry, ich kann mir das momentan nicht leisten. Hier ist jemand verängstigt. Cool. Hallo, du sollst nicht mit Thomas plaudern. Du sollst M Hallo sagen. Hi, Girl. Was hältst du von ihr? Oh, fern. Was ist mit ihr? Carla Cell. Wir können doch nicht alle Kacke finden. Jetzt mal ehrlich. Oh, cool. Yes. Das klingt doch schon ganz nett.
So, wir können ja sagen, ja, ich wurde überfördert, so, ne? Ist doch cool, oder? Carla, meine Liebe. Oh, sie findet, dass wir unzuverlässig sind, aber mir egal. Wir sind Kollegen, das ist schon mal gut. Und sie ist erwachsen, das ist auch in Ordnung, denke ich. Wenn wir uns beeilen, dann können wir ja vielleicht trotzdem noch was miteinander haben, so, ne? Das könnte ja trotzdem unsere große Liebe sein, wir werden sehen. Dann könnt ihr ja so ein bisschen die Geschichte erzählen und sie kennenlernen. Vielleicht ist sie einfach unsere Traumfrau. So, wir können sie ja mal zu einer Gruppe hinzufügen, dann können wir... So, wir bilden eine Grund... Oh. Ja, genau, mit Carla. Und dann möchte ich Happy Hour Getränk bestellen. Oh, kann ich nicht für die Gruppe bestellen? Getränk bestellen. Getränke für die Gruppe. Und dann bestellen wir irgendwas Cooles. Irgendwas, was aber nicht so teuer ist. Weil wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Hier, Zuckerzunder. Let's go. Oh, da läuft Sims Musik. I love it. Ist Carla gone? Irgendwie ist sie nicht mehr. Wo ist sie? Ich finde sie nicht. Bitch, ich bin nicht dumm. Dann bestellen wir auch kein Getränk. Ich möchte mit Carla sprechen. Wo ist sie? Ich glaube, sie ist einfach gone. Dann... Oh. Wir können ja zusammen mit Carla zu mir nach Hause. Und dann... Ja, können wir da halt chillen. Dann ist das ist, glaube ich, eh besser. Weil wir kriegen doch dann, glaube ich, einen Boost auf Freundschaften. Also, wir gehen einfach zusammen... Oh. Hier hingehen. Und dann, wir beenden mal kurz ihren Zyklus, das ist irgendwie doof. Oh, sie kommt, glaube ich, mit. Yes. Perfekt. Hi, Girl. Ich möchte dich gerne kennenlernen. Wieso geht ihr denn dafür raus? Das ist nicht in Ordnung, aber ich glaube, es geht gerade, weil es bewölkt ist, oder? Und mit echtem Mini-Haus angeben. Komm, let's go. Also bisher sieht es ganz gut aus mit ihr, ja? Also, wie wär's? Es läuft auf jeden Fall zwischen den beiden, das ist super. Sie finden das Gespräch langweilig, aber trotzdem steigt die ganze Zeit unsere Freundschaftsleiste. Erzählen wir ihr jetzt noch eine dramatische Geschichte. Ich würde warten. Ist sie jetzt schon unsere Freundin? So, wenn wir Freunde... Oh, sie ist unsere Freundin, okay. Dann würde ich jetzt so langsam mal so sagen, so, wir flirten sie vielleicht mal an. Hier, koketten Witz machen, das würde ja ganz gut... Ups. Hineinpassen in das Ganze. Und wir haben schon ein Gefühl erhalten. Es wird ja ganz gut reinpassen in das Ganze, weil wir machen eh die ganze Zeit Witze. Oh, sie fand's gut. Wir haben eine Romantikleiste. Yes. Können wir sie einfach mal anflirten, so? Wie wär's? Sie ist aufgeregt. Yes. Oh, sie geht voll drauf an. Das ist super. Dann machen wir den Anmachspruch. Wir gehen ganz vorsichtig in die ganze Sache ran, ja? Sie mag das voll, dass ich lieb's. Dann können wir ihr einen Kuss hauchen. Vielleicht mag sie das ja. Oh, wir können einfach ihren Hals küssen. Vielleicht gehen wir auch da nicht so langsam ran. Wie wär's? Das sieht sehr happy aus. Yes, I like it very much. Oh, ersten Kuss. Erleben. Yes, please. Please, 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 please. Yes, gimme. Ja. Ich möchte einen Screenshot, bitte. Oh, I love it. Oh. Können wir jetzt zusammen so ein Seance abhalten? Mit dahingeschieden kommunizieren mit Carla. Yes. Nice. Wir haben uns jetzt geknuscht. Schön. Cool. Sie macht sogar mit. I love it. Sie ist keiner. So. Was mache ich hier? Ich möchte doch nur Bornhilda sehen, Alter. Mach das Beste draus. Dann würde ich nochmal das machen. Oh, sie geht. Schade, aber ich meine, wir haben sie geküsst, ne? Also so viel kann sie jetzt ja auch nicht mehr mal dagegen haben. Also kein eigenes Leben, du verständest deine und meine Zeit. Echt klasse. Ups. Aber egal, wir machen noch weiter. Oh mein Gott, sie wollte gerade einen Selbstrechtenmöchte machen. Deswegen sitzt sie jetzt einfach nackt hier draußen und führt eine Seance durch. So, dann soll sie bitte nochmal eine durchführen. Und ich glaube, mit Level 3 können wir dann Bornhilda herbeirufen. Woo! Nice. Da bin ich bereit für. Bornhilda herbeirufen. Dann hätten wir zumindest auch das Ziel des Parts geschafft. Das wäre doch was. Treffe dich mit Bornhilda. Okay, also muss ich ja dann nur kurz mit ihr einmal sprechen. Oh mein Gott, auf einmal fliegt sie. Moin. Wir lieben Bornhilda, deswegen... Ich freue mich, wenn sie da ist. Kann man die auslutschen? Das einzig Wichtige. Weil wenn ja, wäre das ziemlich cool. Weil ich brauche ein bisschen Durst. Und naja. Wer würde nicht gerne an Bornhilda lutschen? Oh, there she is. Hi, girl.
Militärisch vorstellen. Ich finde, das ist gerechtfertigt bei Bonehilda. Ich glaube, wir finden sie kacke. Wieso finden wir alle kacke anhänglich? Mut. Vampir? Plasma trinken? Seinen aussiegenden Trank nötigen. Also ich meine, wenn das geht, ist doch geil. Sie ist einfach so angegeilt, ey, von ihrer neuen Fastfreundin. Ja, ich lieb's. Ich möchte die jetzt auslutschen. Was ist denn mit euch? Tada! Cool. Ich lieb's. Ich meine, look at them. Das sieht schon keiner kinky aus. Not gonna lie. Kriegen wir da irgendwie eine bestimmte Stimmung oder so zu? Weil das wäre lustig. Nicht der beste Kuss, aber der erste. Oh, I love it. Oh. Sie ist umgefallen. We love it. Was mit ihr denn jetzt? Oh, ach so, sie wird wieder besessen. Ich habe schon wieder vergessen, dass das ein Ding ist mit ihr hier. Ah. Aber es muss unsere Freundin ja nicht wissen, ne? Unsere süße Carla. Achso, wir können ja gar nichts machen, während sie besessen ist. Ups, habe ich schon wieder vergessen. Ups. Ah, ein neues Kind. Der Nacht. Ja, Durst kann mich nicht umbringen. Cool. Dann haben wir wenigstens hier ein Buch freigeschaltet und so. Das ist nett. Und wir haben unsere Plasmatränke. Das ist auch gut. Also ich meine, wenn wir Bonhilda auslutschen, ist das ja egal. Also ich meine, sie hat uns das ja noch nicht mal krumm genommen. Das ist schon irgendwie cool. Wieso steht hier Essen? Hähnchen-Nuggets. Ich lieb's. Aber sie hat doch safe schon abgenommen, oder? Sie war doch viel breiter, als wir sie hier, als wir mit ihr angefangen haben. Sie kann zwar jetzt definitiv nicht befördert werden, weil sie ja noch eine Fähigkeit runter ist, aber YOLO-Modus aktiviert auf jeden Fall. Ich meine, so dringend brauchen wir das Geld jetzt gerade eh nicht, weil das Gute ist ja, wie gesagt, sie ist ja ein Vampir, sie braucht ja nicht so viel zum Leben. Ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut erstmal. Sie wäre sogar voll glücklich, schwanger zu werden. Voll süß. Oh, wir haben ganz schön viele Einflusspunkte. Das ist gut. Dann können wir nämlich ohne Probleme für den Plan hier abstimmen, wenn sie nach Hause kommt. Wir müssen uns halt trotzdem mit unserem Girl ein bisschen beeilen, weil das Ding ist, sie ist halt schon erwachsener. Und, ja, ne? Wir wollen ja mit ihr ein Kind haben. Und, also jetzt voraussichtlich soll es ja jetzt unsere Traumfrau werden. Also von Sky. Und das Problem wäre ja einfach, dass sie ja natürlich dann noch nicht zur Seniorin werden sollte. Beziehungsweise erst recht sollte sie noch nicht sterben. Weil ich glaube, als Seniorin könnte sie zumindest an uns noch schwängern. Aber ja, yeah, ne, es wäre halt anderweitig nicht mehr möglich, wenn sie tot wäre. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen, ja, versuchen wir das einfach mal, dass wir die dann bald möglich irgendwie dann zu unserer Freundin machen und vielleicht auch schon dann möglichst nahe in der Zukunft dann bei uns einziehen lassen und dann vielleicht schon bald ein Kind zeugen. Es ist halt eine Lucky Legacy Challenge mit dem Twist, dass wir halt auf kurzer Lebensdauer spielen. Und ja, da gehen die Sachen dann einfach alle ein bisschen schnell. Hey, Schönheit, wollen wir uns heute verabreden? Ich kann warten, bis du fertig bist. Yes, girl, please. Eine Massage wäre doch ganz nett, okay. Oh, Süßi, sie ruft einfach an und sagt so, hey, girl. Okay, wir arbeiten jetzt länger. Hör mal. Sollen der Scheiß. Aber egal, wir können uns bestimmt trotzdem mit ihr gleich treffen. Sie hat sich einen Urlaubstag verdient. Das ist sehr cool. So, und danach kann sie dann für den Plan abstimmen, wenn sie dann von der Massage zurück ist. Okay, das ging schneller als gedacht. Keine Ahnung, irgendwie ist das teilweise ein bisschen verbuggt, glaube ich. Aber es ist eine Mod. Da darf man ja nicht zu viel in dem Sinne erwarten. Obwohl die ja schon mega viel Arbeit leisten. Kann man nicht sagen, ne? Also ist schon cool, was die da teilweise hier zaubern. So, wir stimmen jetzt noch für den Plan ab. Was wünschen wir uns denn? Definitiv nicht teilen bedeutet kümmern. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Freie Liebe ist halt ganz gut. Förderung der kreativen Künste ist auch ganz cool. Ich würde, glaube ich, sogar das hier nehmen. Wir machen jetzt einfach mal 8-mal. Weil, ja, umweltfreundliche Geräte, ja, haben wir jetzt zwar gerade noch nicht, aber das kriege ich schon irgendwie noch dann gedeichselt, ne? So, wenn unser Girl dann ja wirklich hier einziehen sollte, dann werden wir auf jeden Fall weiterkommen in unserem Leben. Ich schicke sie jetzt aufs Laufband. Sie wird zwar jetzt nicht direkt durchziehen können, weil dieser Part endet jetzt hier. Wir haben genug aufgenommen. Ich habe es in der normalen Zeit geschafft, alles zu schaffen, was ich in diesem Part schaffen wollte.
Wow, wir haben nicht überzogen. Das ist ja krass. Wow. Ja, ich würde aber auch sagen, wir haben sogar ziemlich viel geschafft, oder? Also, ich meine, wir haben jetzt fast eine Freundin. Ich werde sie umstylen, jetzt gleich, privat, damit sie halt perfekt zu uns passt und so. Also, ich werde ihr vor allem coole Outfits und so geben. Ich glaube, die Frisur lasse ich sogar. Ich finde die zwar nicht so cool, aber ich meine, wir haben sie jetzt so kennengelernt und die ist vielleicht ganz schön. Und ja, wir wurden befördert. Wir haben Bornhilda gesehen und sie ausgelutscht. Ich meine, was will man mehr? Deswegen hoffe ich, dass es dann in den nächsten Parts so weitergeht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!